4 Sprachen, ein Video. Wie soll denn das gehen? Egal, lass uns anfangen. Wieder eine Programmiersprache mit nur einem Buchstaben. R. R ist eine Open-Source veröffentlichte Programmiersprache für statistische Berechnungen und grafische Darstellungen. Außerdem ist eine gleichnamige Softwareumgebung erhältlich. Derzeit wird die Sprache von einem R-Core-Team entwickelt. Die ursprünglichen Erfinder sind Ross iHacker und Robert Gentleman. Die Syntax, welche sich vor allem an der Sprache S orientiert, dient in vielen Bereichen der Wissen und Wirtschaft. S ist eine weitere statistische Programmiersprache, entwickelt in den Bell Laboratories. Obwohl S im Alphabet nach dem R kommt, ist die Sprache im Jahre 1976, 17 Jahre vor R, erschienen. Die R-Entwicklerumgebung dient zur effektiven Daten- und Speicherverwaltung, zu verschiedenen Rechenoperationen, zur Datenanalyse, zur Darstellung von Daten und zum Programmieren in der selbst als gut entwickelt, einfach und effektiv bezeichneten Programmiersprache R. John Chambers, welcher Hauptentwickler der S-Sprache war, fasst die Funktionsweise von R folgendermaßen zusammen. Um Berechnungen in R zu verstehen, sind 2 Sätze hilfreich. Alles, was existiert, ist ein Objekt. Alles, was passiert, ist ein Funktionsaufruf. Zur Entwicklung von Softwareanwendungen, die mit dem Nutzer interagieren, sind beide Sprachen nicht geeignet, aber auch nicht gedacht. Trotz dessen hat R ca. 2,1% Marktanteil unter Programmierern und liegt damit auf Platz 15 des Theobe-Rankings. S ist wahrscheinlich auch aufgrund des Alters gar nicht in den Top 100 Programmiersprachen aufzufinden. Nun zu MATLAB. MATLAB ist ausnahmsweise nicht Open Source, sondern ist eine kommerziell vertriebene Software von dem US-amerikanischen Unternehmen MathWorks. Wie sich am Namen der Sprache bzw. des Unternehmens erkennen lässt, dient die Sprache zur Lösung mathematischer Probleme und wie R und S ebenfalls zur grafischen Darstellung der Ergebnisse. Die erste Veröffentlichung von MATLAB war in den späten 1970er Jahren und orientierte sich stark an C, C++ und Java. Daher kann man in der eigenen Entwicklerumgebung auch Programme, die in diesen Sprachen geschrieben wurden, einbinden und ausführen lassen, wobei die Entwicklerumgebung erst 1984 erschienen ist. MathWorks wirbt damit, dass MATLAB in Sicherheitssystemen von Kraftfahrzeugen, interplanetaren Raumfahrzeugen, Geräten zur Gesundheitsüberwachung, intelligenten Stromnetzen und LTE-Mobilfunknetzen eingesetzt wird. Außerdem wird es für maschinelles Lernen, Signal- und Bildverarbeitung, Kommunikation und Finanzmathematik sowie unzählige weitere mathematische Probleme eingesetzt. Derzeit liegt die Sprache in den Theobe-Rankings auf dem 17. Platz der am beliebtesten Programmiersprachen. Als letztes noch zur Haskell-Sprache, welche auf Platz 37 liegt. Die Sprache wurde nach dem US-amerikanischen Mathematiker Haskell Brooks Curry benannt, der von 1900 bis 1982 lebte und mit seinen Arbeiten zur mathematischen Logik Grundlagen für funktionale Programmiersprachen wie die bisher erwähnten Sprachen bildete. Durch die 1990 erschienene Sprache wurden bekanntere Sprachen wie Python, Scala und C-Sharp beeinflusst. Haskell hat ähnliche Aufgaben wie die vorher benannten Sprachen R, S und MATLAB. Insgesamt lässt sich wohl eindeutig feststellen, falls ihr nicht gerade Mathematik studiert und irgendwelche Forschungsergebnisse auswerten und darstellen wollt, dürften die 4 Sprachen nichts für euch sein. Denn genau das sind die standardisierten Aufgaben von den genannten Programmiersprachen. Vielen Dank fürs Zusehen, lasst gerne eine Bewertung da und in einer Woche sehen wir uns vielleicht bei der nächsten Folge wieder.